Ja, liebe Vogelfreunde, wir haben September 2020. Schlimme Corona-Zeit, alles geht drüber und drunter, aber die Vogelzucht ist beständig und bleibt. Es ist die Zeit der Ernte. Erntezeit heißt auch für mich die Zeit, meine Kanarienvögel, meine Wellensittiche, meine Flammkopfsittiche so zu füttern, dass ich der Natur Früchte und Sämereien entnehmen kann, um in dieser Zeit die Vögel ausreichend mit Mineralien und anderen Inhaltsstoffen zu versorgen. Es ist jetzt das Ende der Mauserzeit bei den Kanarienvögeln und im September gibt es zum Beispiel einen Korbblütler, der doch sehr, sehr hoch interessant ist. Es ist ein Korbblütler, der sehr hoch wächst und der oben seine Blüten trägt, die vom Beginn an der Blüte für mich interessant sind, bis hin zu dem Zeitpunkt, bis sie verblüht sind und dann die Samenstände tragen und die dann auch sehr, sehr gern von den Kanarienvögeln verspeist werden. Also, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, um welche Korbblütler es sich hierbei handelt. Aus diesem Grund ist es natürlich auch für unsere Vögel hochinteressant, sich diesen Korbblütler anzunehmen. Und Sie sehen ja auch, wie gern wirklich die gefressen werden. Die kanadische Goldrute blüht, wie gesagt, so Mitte August bis hin jetzt zu Mitte September. Und Ende September fängt sie an zu verblühen. Und ich bin sogar der Meinung, dass die verblühten Samenstände noch lieber gefressen werden, als wie jetzt im frischen Zustand. Der Vorteil ist natürlich auch darin zu finden, dass Sie hier Futtermittel haben, die Sie schon mal rein gar nichts kosten und die auch eine gesunde Wirkung auf Ihre Vögel haben. Und des Weiteren ist nicht zu verachten, dass die Tiere wirklich hier schöne Unterhaltungsmöglichkeiten haben. Sie können mal ein bisschen abgelenkt werden, haben die Möglichkeit, sich diese Pflanze anzunehmen und es ist dann im Prinzip nicht allzu langweilig für die Vögel. Also ich gehe jetzt mal ganz kurz auf diese Konsorthenne ein, es lässt mir doch nicht so ganz die Ruhe. Ich weiß ja durch andere Züchter, dass es natürlich auch noch härtere Qualitäten gibt als diese beiden Vögel. Aber dennoch bin ich natürlich schon ein großer Fan von diesen beiden Konsorthennen. Man sieht regelrecht, auch bei dieser intensiven hier nebenan, dass das hier wirklich durchgezüchtete Vögel sind. Von der Feder her sind die aus meiner Sicht wirklich, ja, ich sag's mal wirklich so hart gesagt, nicht zu toppen. Ja, das ist wirklich, so stelle ich mir eine Feder vor bei dem Gloster. Ja, total in sich geschlossener Typ. Ja, und einen gewissen Glanz in der Feder, obwohl es eine Henne ist, die ja normalerweise ein bisschen blasser sind. Ein ordentlicher Kopf und ein schöner Körper. Aber wie gesagt, das Ausgangsthema war ja die kanadische Goldrute. Ja, zur Erntezeit, da gibt es doch so einiges, was man den Vögeln füttern kann, was man der Natur entnehmen kann. Und die Vögel werden es Ihnen danken mit wirklich einem tollen Gefieder, einer gesamten Grundvitalität, einer Gesundheit, die Sie dann zutage bringen. Ja, das macht dann wirklich Spaß. Und ja, liebe Vogelfreunde, das einmal zu dem Thema kanadische Goldrute. Also mir macht es insgesamt gesehen aber auch mehr Spaß, in die Spur zu gehen, in den Wald zu gehen oder in irgendwelche Wiesen zu gehen und da nach
Naturkräutern Ausschau zu halten, die von den Kanarienvögeln gern angenommen werden. Das hat ein bisschen sowas von Back to the Roots, weg von ich kaufe, sondern ich schaue mich einfach mal um und es gibt ja auch Pflanzenbücher, da könnte ich Ihnen mal eins zeigen, mit dem ich wirklich jahrelang gearbeitet habe. In diesem Pflanzenbuch sind sämtliche Futterpflanzen für Vögel aufgelistet. Also im Prinzip eine hoch interessante Sache. Ich werde mal einen Link setzen in diesem Video, was Sie unterhalb dieser Beschreibung finden können. Da können Sie dann dieses Buch kaufen. Und wenn Sie dann mal längere Spaziergänge oder auch kürzere Spaziergänge vor sich haben, dann nehmen Sie sich einfach das Buch mit und dann können Sie vor Ort, an Ort und Stelle gleich Klarheit und Gewissheit haben, ob zum Beispiel eine Pflanze eher giftig für die Vögel ist oder ob sie geeignet ist für Ihre Vögel. Also wie gesagt, Futterpflanzen, ein ganz, ganz wichtiges Element für die Vogelzucht, wenn man es wirklich als Liebhaberei betreiben will, wie es bei mir der Fall ist, dann nehme ich mir doch gern die Zeit. Ich sehe jetzt gerade hier in der Mitte hier eine Corona, ein Corona-Hahn ist es, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht genau, mal näher rangehen. Jedenfalls, wenn ich die Haube sehe, also das macht mir jetzt schon wieder Freude. Klar, es gibt mittlerweile Körper im Kanarienbereich, die noch extremer sind als dieser Vogel hier. Ich gehe mal ein bisschen mit dem Finger dran. Hallo. Ja, jetzt ist er ganz weg. Ja, das war doch ein Hahn. Gut, das haben wir jetzt geklärt. Jetzt habe ich ihn ganz vertrieben. Ja, liebe Vogelfreunde, meine Gedanken in Sachen Futterpflanzen aus der Natur entnehmen, ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Und dieses Buch, was ich schon seit vielen Jahrzehnten oder einigen Jahrzehnten habe, also sprich seit vielen Jahren, das habe ich immer wieder nutzen können, um zu erkennen, um festzustellen, ob eine Pflanze für meine Vögel geeignet ist. In dem Buch sind viele Pflanzen abgebildet, abfotografiert, sodass man sie dann in Natur auch wieder erkennen kann. Dann steht gleich dabei, wie die heißen und für welche Tiere diese Pflanzen geeignet sind. Also das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Gerne können Sie mich abonnieren. Ihr Robert Isenberg.